So, wir starten heute mit euch in ein ganz, ganz sauberes Wochenende. Und ich begrüße euch zu Hause mit Guten Morgen Channel 21. Und zwar hier bei mir in meinem Channel 21 Wohnzimmer. Und natürlich bin ich nicht alleine. Wir haben natürlich tolle Gewinne, die ihr gerade schon so ein bisschen vielleicht erahnen konntet. Und ich habe natürlich wieder die wunderbare Daniela an meiner Seite. Guten Morgen, Daniela. Guten Morgen, Samstagmorgen, 8 Uhr. Wir sind wieder da. Ich wollte gerade sagen, Samstagmorgen, 8 Uhr. Täglich grüßt das Murmeltier bei uns jetzt schon inzwischen. Hier die vierte Sendung jetzt schon bei uns. Ich bin echt stolz. Wir haben so tolle Gewinne immer. Und vor allem, ihr macht super mit zu Hause. Wir sind ja hier mit Guten Morgen Channel 21 wirklich für euch deshalb da, euch so ein bisschen mitzunehmen hinter die Kulissen bei Channel 21. Wer arbeitet hier? Wie entstehen unsere tollen Kollektionen? Wer ist so dabei? Und welche Gäste auch wir von außen heute begrüßen, da kommen wir gleich aber noch zu. Erstmal zu der Gewinnerin oder dem Gewinner von letzter Woche, nämlich letzten Samstag. Daniela, komm mal zu mir. Letzten Samstag haben wir von Christian Materna einen wunderbaren Skin Booster verlost. Und ich würde jetzt sagen, ich gucke einmal weg und wir mischen das hier einmal ordentlich durch. Du hast die Namen alle wieder ordentlich ausgedruckt, aufgeschrieben. Kruschel, 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 kruschel. Hier, so, das wird es. Und wer wird es? Mal gucken. Ist es diesmal richtig rum? Ja. Die Ellen Köster hat gewonnen. Wow, herzlichen Glückwunsch zu unserem Christian Materna Skin Booster. Kennst du Ellen schon? Du bist ja mal mit vielen unserer, muss man ja schon sagen, wirklich Kunden immer im Kontakt. Hast du mit Ellen schon mal geschrieben, oder? Ja, mit Ellen habe ich schon ganz oft geschrieben. Ist eine sehr nette Kundin. Ich freue mich sehr, dass sie gewonnen hat. Ach, wie schön. Also insofern, ne, wirst du noch mit ihr telefonieren. Ihr werdet dann noch Kontakt haben. Und insofern einmal, ich lasse es mal hier vorne stehen. Ellen, herzlichen Glückwunsch zu dem Skin Booster. Und was es heute gibt, da spannen wir euch noch ganz kurz auf die Folter. Ich würde sagen, wir kommen doch erstmal direkt zu unserem ersten Gast, oder? Ich freue mich schon. Ich wollte gerade sagen, ich mich auch. Denn heute kommt zu uns eine ganz besondere Dame, die hier bei uns dafür zuständig ist, dass die Kleidung und unsere wunderschönen Stücke genauso aussehen, wie sie aussehen. Begrüßt bitte mit mir die Annalena. Komm zu mir, Annalena. Schön, dass du da bist am frühen Samstag. Samstagmorgen. Wow, du hast eine mega geile Jeansjacke an. Ich wollte gerade sagen, ich durfte sie vorhin schon mal einmal überstreichen am Rücken, diese Hunderten von Perlen. Das ist auch ein Teil von eurer Kollektion jetzt, von dem, von der aktuellen Kollektion von Sarah Kern. Wann startet ihr damit? Am Samstag ist Kickoff um 20 und 21 Uhr und da haben wir auch wie immer einen ganz besonderen Auftritt vorbereitet, sowohl für 20 wie auch dann nochmal ganz anders um 21 Uhr. Also einschalten lohnt sich so oder so, weil ja der Unterhaltungsfaktor auch immer sehr groß ist. Total, deswegen seid bitte heute Abend dabei, um 20 Uhr geht es los und ich weiß, um 21 Uhr kann man Sarah Kern auch von einer sehr anderen Seite sehen. Genau. Auf jeden Fall lässt sie da ein bisschen Haut blitzen und lohnt es sich auf jeden Fall heute Abend dabei zu sein. Jetzt aber erstmal zu dir. Wie lange bist du eigentlich schon beim Channel jetzt hier inzwischen? Ich mache im Oktober, glaube ich, die 3 Jahre voll. Genau, ja, und seitdem darf ich Sarah Kern betreuen. Unterstützt du eben das Modeteam rund um unsere wunderbaren Kollektionen? Seit wann arbeitest du mit Sarah zusammen? Quasi seit sie hier ist, bist du wirklich mit ihr zusammen eingestiegen? Nee, Sarah ist tatsächlich schon ein paar Monate vor mir hier angekommen sozusagen, aber auch wirklich nur, ich glaube, 3 Monate. Und dann, ja, und dann bin ich hier gestartet und wir haben sofort gematcht. Genau. Kann man so ja, sagen. Man muss auch echt sagen, wenn man Annalena kennt, Annalena finde ich ist auch, du bist eine coole, rockige Röhre einfach. Nee, das matcht total auch einfach mit Sarah Kern zusammen. Und man muss jetzt echt sagen, die neue Kollektion, heute Abend 20 Uhr Saisonstart, ist der absolute Burner geworden. Und ich durfte gerade einen Blick mit dir werfen auf den rattenscharfen Trailer. Liebe Damen und Herren zu Hause, sag mal, wie und wo habt ihr diesen Trailer gedreht? Das ist ja wirklich, also kriegt man gerne Das ist Hollywood-reif. Ja, also tatsächlich wollten wir ja einfach die Aussage der Kollektion, die sehr New York... Ach, Uli! Oh, hallo. Ja, Uli ist nämlich auch gleich bei uns. Ach, das ist ja schön. Genau, hol dir erstmal einen Kaffee, Uli, Mensch. Genau. Ist auch, ne? Bist du schon im Bett gewesen, oder?
Ja. Ja. Sehr anständig. Ach schön. Ja, Uli Hahn gleich bei uns hier natürlich auch im Studio. Aber jetzt erstmal zu dir. Erzähl bitte weiter. Ich wollte dich unterbrechen. Genau. Ich nur das ist gar nicht. Ja, die kommende Kollektion oder die jetzt dann eben heute Abend kickt, ist inspiriert durch New York und seine Stadtbilder, sage ich mal. Also zum Beispiel Empire State Building wird eine Rolle spielen. Die Golden Gate Bridge ist so ein bisschen inspirationsweise dabei. Und damit wir eben die Geschichte dieser Kollektion unterstützen können oder noch mal besser transportieren, haben wir eben gesagt, okay, wir möchten natürlich auch sowohl in den Shootings wie auch ja. eben in dem Trailer-Dreh das Thema noch mal unterstützen. Und so durften wir hier drüben bei unserem Loftstyle-Hotel durften wir zum einen in den Keller gehen. Ach, okay, da habt ihr das gemacht. Genau. Ja, mega. Und zum anderen waren wir auf dem Parkdeck und ja, und da sind eben diese coolen Bilder entstanden. Ja, und vielleicht dürfen wir euch schon mal so die ein oder anderen Bilder zeigen, weil wenn ihr das seht, Sarah wirklich entschwindet da so ein bisschen wie so ein bisschen ja wirklich in die Bronx, so ein bisschen in die Unterwelt. Ne? Es ist sehr mystisch, da sind Flammen, die da wirklich aus, ja, wie so Tonnen schießen. Ne? Und es ist ein sehr, sehr starker Trailer. Aber das ist auch und es passt auch einfach perfekt zu Sarah, oder? Ja. Ist sie so eine, ist sie auch genau diese taffe Frau, die wir immer hier erleben dürfen an dem Bildschirm? Ja, absolut. Und ich finde, dass auch in dem Trailer deutlich wird, zum einen, welche Unterschiede es in der Stadt New York gibt und zum anderen, welche Facetten Sarah in ihrer Persönlichkeit, sage ich mal, darstellt und bietet, sage ich mal auch. Also was zum einen ja eben genau die starke Frau ist, die ihren Mann steht und die selber auch coole Autos fährt und sowas. Und dann auf der anderen Seite aber eben auch wirklich die, die ist, die abends auch gerne noch mal feiern geht, ne? So, genau. Und das haben wir beides auf jeden Fall in dem Trailer darstellen können. Ja, das ist, auch, ich wollte gerade sagen, also das ist euch perfekt gelungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es einer der besten Trailer, die wir lange hier jetzt gehabt haben. Das ist wirklich unglaublich. Freut euch drauf, aber auch auf die Kollektion. Wir haben die natürlich für euch auch schon mal hier ein bisschen hingegangen, damit ihr schon mal ein kleines Auge werfen könnt. Hast du denn auch so ein spezielles Lieblingsteil? Hat man ja eigentlich immer. Ich meine, du bist wahrscheinlich an jedem Teil ja auch mit dran gewesen, von immer den Stoffproben bis zu jeder einzelnen Sitzung. Hast du da so eins, wo du sagst, das finde ich, liebe ich wirklich total? Ja, also mein Favorite ist auf jeden Fall dieser schwarze Glenn-Check, der schwarz-weiße, genau, komm, dieser Mantel. Den nehmen wir nochmal runter. Oh. Der ist, finde ich, auch einfach, also so wie du ihn dann stylst, so gibst du ihm eben auch seine Aussage. Also ob du ihn nun wirklich, wie auch in dem Trailer gesehen, zu High Heels trägst oder dann eben auch cool zu einem Sneaker mit einem Hoodie drunter. Und das ist halt so ein Klassiker, der immer und überall funktioniert, finde ich. Und wie gesagt, den du auch stylen kannst, wie du magst eben. Genau, das ist auf jeden Fall einer meiner Favorites. Und dann haben wir ganz viel eben auch die Jeans-Looks, ne? Ja, auch immer so mit Verzierung noch mal ein bisschen richtig, drauf. Richtig, genau. Ne? Dafür steht Sarah ja auch, ne? One-Million-Dollar-Look so. Und ja, wir haben in dieser Saison auf jeden Fall eben auch Styles entwickelt, wo du den Anschein erwecken könntest, dass du einen Overall anhast. Also wo zum Beispiel die Hose, was ja unsere Shakira heute Abend ist, das ADT, dazu ja. passend gibt es dann auch eine Jeans-Bluse. Ah, cool, okay. Also es matcht immer, dass ihr quasi wirklich Ober-Unterteil auch zusammen perfekt anziehen könnt. Sieht quasi aus, wäre es aus einem Guss. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich durfte Sarah nun auch mal kennenlernen, auch mit der mal um die Häuser ziehen und wirklich so ein bisschen sie auch näher kennenlernen. Wie ist das, wenn mit ihr so eine Kollektion entsteht? Ist Sarah eine Person, die einfach Sachen auch mitbringt und sagt, in die Richtung möchte ich gerne etwas haben oder bringt die Stoffproben mit, reißt die irgendwo mal bei sich zu Hause oder schneidet mal was raus, sagt, das möchte ich machen. Wie ist das so? Genau. Also Sarah ist ja sowieso sehr viel auch in den sozialen Medien unterwegs. Ne? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich liebe es, Sarah zu folgen. Also wenn ihr auch bei Instagram seid, unbedingt mal reinschauen, ist wirklich unterhaltsam. Ja, absolut, absolut. Coffee Time, wo wir beim Thema sind. Und sie ist natürlich auch toll oder gut informiert, was die großen Modenschauen angeht. Und von da bringt sie eben auch die Ideen konkret mit und sagt, hier, Freunde, das müssen wir nächste Saison auf jeden Fall machen. Das und das sind die Farben, die Pantone. Also das ist so ein Trendhaus, sage ich mal, die jedes Jahr eben auch so zum Beispiel die Farbe des Jahres rausgeben. Rauswählen, ne? Genau. Und in der Kombination aus ihrer Inspiration, aus den Farbtrends und so weiter, entsteht dann wirklich in engster Zusammenarbeit mit ihr als Designerin auch wirklich die Kollektion hier im Haus.
Ja, sehr schön. Also man sieht auch wirklich, und das hört man jetzt bei dir auch wieder, dass Sarah da wirklich sehr straight dabei ist und sich auch mit der Materie echt beschäftigt. Also die weiß einfach on point wirklich, das will ich nicht und so soll es halt auch genau aussehen. Ne? Ist das auch wieder so, das ist ja eins meiner Highlight-Teile, ne? Weil ich liebe halt einfach dieses Apfelgrün. Ist das auch eine Farbe, die uns einfach begleiten wird jetzt noch durch den Herbst, Winter? Ja, aber begrenzt tatsächlich. Also das ist das einzige Teil in diesem saftigen Grün. Aber wir haben zum Beispiel da auch ein Blau und auch das Petrol. Also, ja, hier eher so diese gedeckten Blautöne dann, ne? Genau. Und das Classic Blue ist ja zum Beispiel die Farbe diesen Jahres. Ja. Haben wir hier dann auch eben versucht umzusetzen. Genau, ist halt auch ein bisschen hier drin, ne? Genau, ja. Spiegelt sich ja in den Jeans-Styles dann eben auch wieder. Ja, sehr, sehr schön. Nein, eine unglaublich schöne Kollektion. Aber, ach so, bitte, greif zu, ne, falls du etwas Süßes möchtest. Oder ne, Schnitzelbrötchen, hier alles auf Abstand serviert für dich. Kommen wir erstmal zwischendurch zu unserem Gewinnspiel. Und zwar ist das nämlich heute für euch zu Hause unser ADT von Highgloss. Ein fünfteiliges Reinigungsset, was es nur heute, ne, bei uns nämlich für 19,99 gibt und nicht für 39,99. Aber jetzt bei mir in der Sendung kriegt ihr es umsonst. Und zwar, wenn ihr uns drunter kommentiert, warum ihr und vor allem, was ihr einfach mal zu Hause wieder richtig gut putzen müsst. Dazu gibt es aber nicht nur dieses fünfteilige Set. Was gibt es nämlich noch dazu? Zu unserem Gewinnspiel. Überraschung. Channel 21 Tasse. Stimmt. Mensch, ich wollte gerade sagen, Daniel hat mich gesagt, ich kriege ständig Nachrichten, oder? Wir werden immer wieder angeschrieben. Ja. Wir wollen unbedingt eine Channel 21 Tasse. Und dann, wie gesagt, die kriegt ihr noch da drauf, aber nur natürlich hier bei uns beim Frühstücksfernsehen. Da passt das natürlich perfekt. Also Daniela, ist doch eine gute Sache. Oder kommentieren, wo mal wieder geputzt werden muss, oder? Das finde ich gut. Das interessiert mich. Was muss bei dir mal wieder geputzt werden? Ich putze ja immer sonntags, habe ich ja erzählt, als ich hier mal zu Gast war. Aber auf jeden Fall, die Fenster sind, glaube ich, mal wieder dran. Ich wollte sagen, also morgen die Fenster. Ich einfach auch mitmachen, ne, beim Gewinnspiel. Auf jeden Fall. Und eine Tasse hätte ich natürlich auch gerne. Ne? Ich meine, wir dürfen ja im Büro daraus trinken, aber zu Hause hätte ich schon auch gerne so eine schöne pinke Tasse stehen. Hast du inzwischen eigentlich auch schon Teile von Sarah Kern zu Hause? Ja, ich habe tatsächlich ein paar Hosen. Ich finde, die sitzen echt so gut. Und ja, die trage ich wirklich sehr gerne. Genau, verstecken ein bisschen den Bauch. Kann man immer noch was reinkommen. Und natürlich zu den Hosenfittings muss ich auch kurz was sagen, dass wir da auch immer Kundenwünsche und Feedback auch direkt umsetzen. Ne? Und Sarah nennt sich ja selber eben auch Hosenkönigin. Sie selber hat die Mode eigentlich mit der Mutter mich aufgesogen. Ihre Mutter war ja Textilingenieurin und so finden sich eben die Kundenwünsche, sage ich mal, in der Kollektion auch wieder. Also wir gucken schon wirklich auch, dass wir den Kunden direkt bedienen. Und das Gleiche gilt eben sowohl für Passformen und Farben, wie eben auch wirklich für Styles dann. Also wir gucken schon immer, dass wir das Bild so groß und rund wie möglich machen, sage ich mal. Ja, und ich glaube, das ist bei der Kollektion, die jetzt heute Abend um 8 Uhr hier mit einem großen Saisonauftakt wieder startet, euch sehr, sehr gut gelungen. Annalena, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg natürlich. Ich gucke natürlich rein, was heute passiert. Ne? Vor allem um 21 Uhr, da bin ich auch schon sehr gespannt, ja, ne, was da passiert. Auch. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon an dieses Munkeln gehört. Insofern, ihr Lieben, bitte heute Abend auf jeden Fall wieder dabei sein und schon mal direkt auch gucken. Die Teile sind ja auch zum Teil jetzt schon online heute. Ja. Ne? Also seid die Ersten und schnappt euch einen der wunderbaren Premieren von Sarah Kern. Annalena, danke, dass du heute hier warst. Dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ich hoffe, du machst dir ein schönes Wochenende. Das mache ich. Ja, naja, was machst du jetzt noch? Ich werde heute Abend natürlich hier sein. Du bist ja heute die ganze Zeit hier. Oh Gott, ich wollte. Und ich werde auch morgen hier sein, weil wir schon auch gucken, dass wir Sarah immer unterstützen. Ne? Also psychisch wie auch, also wir gehen dann zusammen essen und so und versuchen auch eine gute Zeit zu haben neben der Arbeit. Ganz wichtig. Und genau, das wird mein Wochenende sein. Freue ich mich schon ganz doll drauf. Ich wollte gerade sagen, dann viel Spaß mit Sarah auf jeden Fall. Wir verfolgen das alles bei Instagram und Co. Hinter den Kulissen nehmt ihr uns ja auch immer ganz schön mit. Und dann, ja, toi, toi, toi. Und heute Abend dann vielleicht einen oder anderen Wein oder Sekt noch auf hoffentlich dann einen erfolgreichen Start. Davon ne? gehen wir aus. Super. Dank. Danke, Annalena. Bis dann. Schönes Wochenende und einen schönen, tollen Start. Und freust du dich auch eigentlich schon drauf, Daniela? Ich muss mal hier kurz wieder ein bisschen aufräumen. Bist du heute Abend auch am Fernseher natürlich, wenn es losgeht? Natürlich bin ich dabei. Außerdem habt ihr uns jetzt so neugierig gemacht. Also ich weiß nicht, was passiert, aber nach dem, was ihr erzählt habt, werde ich auf jeden Fall auch einschalten. Ich wollte gerade sagen, ich muss es auch einfach mir live nachher angucken. Ich kann euch sagen, Leute, es hat so ein bisschen auch mit Wäsche und Lingerie zu tun.
Ich habe mich heute auch etwas in Wäsche und Lingerie geworfen, weil mein zweiter Gast, der heute kommt, ein ganz bezaubernder Herr ist, der sich perfekt mit Mode auskennt. Und nicht nur das, er ist hier in der Szene von Hannover überaus bekannt. Und bis nach Berlin, ja, redet man über ihn und seine Mode ohne Ende. Ich begrüße mit euch jetzt hier heute Uli Hahn. Komm rein, mein Lieber. Hallöchen. Hallöchen. Ach, oh, so schön, dass du da bist. Ach, guck mal, ich wollte gerade sagen, ich mache dir mal Platz, setz dich hin. Ach, ja. Wie geht es dir? 8 Uhr, ist das so deine Zeit? Ja, ne? Ja? Normalerweise fange ich ja auch samstags um 11 Uhr an zu arbeiten, dann muss ich ja früh aufstehen. Ich wollte gerade sagen, Uli, stell bitte noch mal vor, du hast eine Boutique in Hannover, nämlich das Ulis Kart. Wie lange hast du das inzwischen schon? Jetzt tatsächlich echt über 20 Jahre. Wahnsinn. Angefangen mit dem Outlet und nach 2 Jahren dann angefangen, irgendwie sich ein bisschen zu vergrößern. Und dann kam ja vor 7, 8 Jahren meine eigene Kollektion Uli Kart. Ich wollte gerade sagen, Uli Kart, du hast uns auch ein paar Teile mitgebracht. Du hast nämlich auch, wie, das fand ich ja bei dir ganz, ganz herausragend. Genau, kleinen Schlüpper noch. Nein, Uli ist mich wirklich als einer der Ersten, als Corona ausbrach, muss man sagen. Du warst einer der Ersten, der wirklich sofort Masken entworfen hat und damit total den Durchbruch hatte. Weil man muss sagen, bei dir haben sie wirklich einem die Hütte eingerannt. Und vor allem hast du auch ganz, ganz tolles Feedback von deinen Kunden bekommen, oder? Ich meine, als wir zumachen mussten, da kam dann echt, was machst du jetzt? Ne? Irgendwas muss ja passieren. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir jetzt einen Online-Store und gucken mal, was geht. Und da diese Faxe-Virus passte halt perfekt. Und da haben wir dann eine kleine Kollektion von gemacht, auch so Mäntel bemalt und so. Also schon sehr abgefahren. Ne? Bisschen böse mit dem S, aber naja. Ja, aber man muss auch dazu sagen, wenn ihr nämlich Uli noch nicht kennt, du bist sowieso, deine Kollektionen sind durch und durch sehr rockig. Da ist sehr viel Totenkopf. Da ist auch immer, ich wollte gerade sagen, das Fakt zieht sich dann auch manchmal durch. Nein, das ist aber auch so ein bisschen einfach immer so eine Rocker-Ansage. Du hast nämlich auch ganz viele Rockstars bei dir schon im Laden gehabt. Wenn du deine Jacken veredelst selber und wirklich deine eigene Mode machst, wer kommt denn da manchmal so bei dir einkaufen? Ah. Ja, ich habe schon ein paar Sachen gemacht, so für Heino, sein Jubiläumslacko zum 50. Jubiläum. Da kann ich mich auch erinnern an das Foto. Das habe ich ihm ja im im Kapitol übergeben. Das war echt schon cool. Ja, und das ist halt wirklich, das ist wie so eine Familie geworden. Die sind immer noch dankbar, schicken so Präsente zu Weihnachten. Ne? Weil ich ja auch gesagt habe, ich mache ihm das gerne. Also Hannelore wollte das bezahlen. Ich habe gesagt, komm, nimm das so. Ne? Und das ist immer so schön, ne? Dass man dann immer so nachhaltig das Ganze hat, dass man noch Kontakt da ist. Ne? Ja. Ich glaube, deswegen ist auch wirklich dein Store und deine Boutique immer voll. Und du sagst ja auch selber immer eigentlich, du darfst wie so der beste Wirt in einem Restaurant quasi nicht gehen, weil die Leute wollen einfach dich sehen, die wollen mit dir reden und auch irgendwo den nahen Kontakt. Ich weiß aber auch noch, zum Beispiel Klaus Meine, die Scorpions sind oft auch bei dir gewesen, haben sich wirklich Jacken machen lassen, auch für die Tour haben die mit Rudolf Schenker natürlich auch. Ne? Ist eine richtige Freundschaft entstanden. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja inzwischen schon richtig, richtig eng geworden. Aber ja, einfach wirklich toll. Guck mal, wir haben heute nicht nur Mode, wir haben ja heute auch unseren Highgloss fünfteiligen Putzreiniger hier, nämlich für 19,99 statt 39,99. Bist du auch so eine Putzfee? Heute kommt meine Putzfrau tatsächlich. Wie passend, oh, ne? Ich wollte gerade sagen, komm, du machst trotzdem noch mit beim Gewinnspiel. Ja, um Gottes Willen, natürlich. Aber das ist sowas, was ich mir wirklich echt gönne. Zweimal im Monat eine Putzfrau. Ich bin ja sonst sehr ordentlich. Fenster putzen tut sie nicht. Vielleicht sollte ich das auch nehmen. Ich wollte gerade sagen, also doch noch mal mitnehmen. Nee, aber schon. Ich habe ja auch, sage ich mal, mehrere verschiedene Reiniger für meinen Beefer und so. Da brauchst du immer schön starkes Zeug. Ich gucke mir das gleich mal genau an, was das ist. Ich wollte gerade sagen, wir drehen das da gleich mal auf. Für euch aber natürlich immer noch die Möglichkeit, bitte hier heute bei Facebook schön in den Kommentaren kommentieren, was bei euch mal wieder richtig gut geputzt werden könnte. Dann habt ihr die Möglichkeit, unser tolles Highgloss fünfteiliges Set zu gewinnen und dazu eben unsere Channel 21 Kaffeetasse. Uli, was machst du jetzt im Moment? War Corona für dich wirklich ein harter Schlag oder hast du gesagt, inzwischen läuft das alles wieder gut an? Also ich sag mal, im Geschäft selber ist es natürlich immer noch ein bisschen ruhiger. Ich sag mal so 70% vom normalen Tagesgeschäft damals. Aber man merkt so, es wird wieder ein bisschen mehr. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt und nicht noch mal the second. Ne? Ich wollte gerade sagen, nicht noch mal von vorne losgeht. Ne? Das ja. Wir haben heute zum Beispiel, ich habe vorhin nachgeguckt, wir haben letzte Woche hatten wir den Tag der Wassermelone. Heute ist zum Beispiel der Tag des Fehlers. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Ich habe mich tatsächlich vorhin die ganze Zeit gefragt, was mein größter Fehler in meinem Leben war. Gibt es bei dir einen Fehler, wo du sagst, einen Fehler, den du bereust? Ich meine, fehlerfrei ist ja keiner also von uns. Also tatsächlich, ne?
ganz am Anfang, wo ich meinen Laden eröffnet habe, habe ich die Möglichkeit gehabt, ein großes Geschäft zu übernehmen und habe da aber, doch weil ich ein bisschen Angst hatte, so als Neueinsteiger und Berufsgründer und Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich Nein gesagt. Im Nachhinein hätte ich vielleicht machen sollen. Ne? Ich glaube, so gibt es so einige Sachen, die man vielleicht im Nachhinein sagt, was vielleicht ein Fehler war. Ne? Mhm. Daniela, hast du was, wo du sagst, ein Fehler in deinem Leben, den du gemacht hast? Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Also Fehler macht, glaube ich, jeder. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man daraus lernt. Und dann ist auch jeder Fehler ja wahrscheinlich für irgendwas nützlich. Das stimmt. Dann dreht es vielleicht auch alles wieder so ein bisschen ins Gute am Ende des Tages. Ne? Also auch wenn ihr einen Fehler habt zum Beispiel, wo ihr sagt, oh, da habe ich mich letztens richtig geärgert, dass ich das und das gemacht habe. Schreibt uns das doch auch einfach mal. Könnt ihr gerne immer natürlich unten auch mal kommentieren. Und vielleicht findet dann auch mal ein Austausch statt und sagt jemand anders, das ist überhaupt gar nicht so schlimm gewesen. Weil, wie Daniela schon sagt, da lernt man vielleicht auch einfach nur draus. Fehlerfrei sind ja bestimmt alle nicht, Uli, so ist es einfach. Ne? Du hast ja auch unsere Kollektion gesehen. Du hast ja auch viel, wir haben ja diese Jeansjacke genau hier gehabt. Ja, du hast ja auch viel, wirklich machst du mit Verzierungen, Uli, oder? Aber du arbeitest ja auch wahrscheinlich alles hier richtig. Boah, guck mal hier. Ja, guck mal, zeig mal bitte unseren Zuschauern auch nach vorne. Ne? Da sieht er wirklich, ist alles, das ist nicht von hinten einfach nur draufgeklebt, sondern das ist wirklich durchgestanzt. Das ist genietet, ja, genau. Ja. Das kann man auch nicht so einfach maschinell machen. Das ist also schon echt Arbeit. Echt aufwendig, ne? Ich wollte gerade sagen. Natürlich, bei uns ist da natürlich Liebe dahinter. Gibt's die auch für Männer? Ich wollte gerade sagen. Das fragen wir gleich Annalena noch mal, ne? Hinter den Kulissen. Gucken wir noch mal. Was machst du immer am Wochenende? Du hast ja Samstag deinen Laden logischerweise noch auf. Wo geht's dann für dich aber danach immer hin? Ja, das ist das Thema hatten wir eigentlich gestern erst. Es gibt ja gar nicht mehr, sage ich mal so, wie damals Sino. Die ganzen Clubs so in der Art, ne? Wenn ich sowas höre, was in Köln da ne, für Läden. Uns fehlt eigentlich ein Club so für die so ab 50. Ne? So wie Sino damals halt. Ne? Dass man da eben noch mal ein bisschen schwufen gehen kann. Weil du gehst ja schon gerne tanzen. Ja, du bist natürlich, auch gerne einfach unterwegs. Ja, ich bin auch, ja, genau. Nö, schon. Gibt ja so ein paar Beachclubs jetzt auch, ein paar neue und so. Ist auch schön. Und muss halt was passieren. Ne? Aber wie gesagt, zum Winter habe ich echt ein bisschen Schiss, dass da irgendwie nur so Veranstaltungen, die am Wochenende mal stattfinden oder so. Alle 4 Wochen oder 8 Wochen, Supperment zum Beispiel, ist ja immer toll. Ich schaff das so ein bisschen runter, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, es wäre schon schön, wenn es losgeht. Daniela, wie sieht's aus bei uns in den Kommentaren? Ist da schon heiß was los oder was? Da ist auf jeden Fall was los. Und wir haben auch eine private Nachricht bekommen mit einer Frage an Uli. Und zwar möchte mich jemand gerne wissen, woher du deine Inspiration nimmst für deine Mode oder ob du vielleicht ein modisches Vorbild hast. Modisches Vorbild in dem Sinn nicht. Natürlich schaut man mal überall so, oh, der hat das gemacht, der hat das. Und dann wandelt man was ab, macht was Eigenes von. Ich glaube, das macht jeder. Also ich bin eigentlich bis jetzt mal ganz gut gefahren. Kreuz und Totenköpfe ist ja schon salonfähig. Ich wollte gerade sagen, genauso wie Sneakers zum Anzug kann man das gut machen. Ach, guck mal, hier, ich habe dir übrigens ein leckeres Brötchen mit Schnitzel geholt. Ne, mit ein bisschen Gurke noch drauf. Ja, super. Ich dachte, so 8 Uhr früh, damit du auch so ordentlich Deftiges da hier hast. Uli, es hat mich ganz, ganz doll gefreut. Was würdest du sagen, hast du mal einen Bereich, wo du gerne hier beim Channel mal reingucken würdest, was dich interessiert? Was sagst du denn? Wir haben ja die Sarah zusammen mal kennengelernt, ne? Auch in der Löwenbastion, ne? Haben wir einen schönen Abend gehabt. Ja. Lustig, ne? Also da würde ich schon mal gerne dabei sein, so wenn hier so Kollektionen. Ihr macht ja auch Modenschauen hier und so, das ist doch cool. Ich wollte gerade sagen, bei Monaco Blue warst du, glaube ich, auch schon mal hier. Monaco Blue war ich auch schon mal dabei, ja. Genau, ja, da ist immer Ulis Wissen natürlich gefragt. Das ist einfach hier, ne? Ein 1000 Sasser überall unterwegs. Deswegen umso schöner, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Riesig, riesig gefreut. Hast du noch was, was du unseren Zuschauern zum Wochenende mitgeben möchtest? Erstmal ein schönes Wochenende, ne? Wünschen allen einen schönen Abend und dass es bald wieder eine Zeit gibt, dass wir das alles mal vergessen können, was gerade los ist. Das stimmt, das kann ich gut verstehen, das unterstreiche ich auch direkt so. Insofern sage ich jetzt euch nochmal und rufe ein letztes Mal noch auf, bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Unser 5-teiliges High-Gloss-Set gibt's doch heute. Wenn ihr kommentiert, einfach unten, liked unser Guten Morgen Channel 21 Video und schreibt unten drunter, was bei euch mal wieder so richtig gewienert und geputzt werden muss. Und jetzt wünsche ich einfach Annalena vor allem, die gerade noch hier war, einen tollen Saisonstart und natürlich auch Sarah Kern. Ich hoffe, du guckst heute Abend auch mal rein. Ne? Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir ja Sarah noch überreden, dass wir danach noch mal vielleicht noch mal irgendwo auf dem Weinchen treffen. Ne? Ja, das wäre schön. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Danke, Daniela, dass du da warst. Ich hoffe, du bist morgen früh dann auch wieder mit mir hier. Natürlich. Morgen ich wollte gerade sagen, wir wecken uns wieder gegenseitig. Und es wäre schön, wenn Sie natürlich und ihr auch wieder dabei wärt. Morgen früh um 8 bei Guten Morgen Channel 21. Bis dahin. Schönen Samstag. Tschüss. Ciao. Ciao.